Moin Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Morrowind. Aber es ist nicht richtig. Doch. Und wir fliegen ja Matsch und die fliegen. Ja. Fliegen kommen aber eher im Sommer, würde ich sagen. So, willkommen zurück zu Let's Play Morrowind. Wir wollen noch am Ristag teilnehmen. Ich habe das falsch verstanden. Ich dachte, wir machen das Ristag jetzt. Ist das nicht auch richtig? Ist ja auch egal. Wir sollen jedenfalls mit Rolf reden. Rolf ist vor uns. Den quatschen wir jetzt. So. Ja. Begehen. Den Ristag. Mit uns begehen. Den großen Schöpfer zum Gefallen. Okay. Jagen wir den Geisterbären. Oh. Oh. Der vom Toten der Klaue und Fänge beschworen wird. Okay, wenn er tot ist, bringen wir sein Herz zu Wild... Windauge, nicht Wildauge. So, jetzt habe ich es aber, denke ich. Der den großen Schöpfer dann um seinen Segen ersucht. Wenn der Ristag nicht erfolgreich oder bei Tagesordnung noch nicht beendet ist... Oh. Warte mal kurz. Ich habe jetzt schon 2 Uhr morgens. Ich kann das ab 10 Uhr starten. Ich hoffe, das geht. Ich speichere mal kurz und warte bis nächsten Tag 10 Uhr durch. Ich hoffe, das klappt. Nee, so. Das sollte reichen, ne? 2, 4, ja. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Nochmal neu. Ich grüße euch, Blotz. Also. Horst Windauge hat mir schon viel von euch erzählt. Während des Ristag immer an meiner Seite und befindet. Genau, ihr habt. Müsst ihr mir gestatten, euch durch diese Nacht zu führen. Okay. Dann auf geht's. Ach so. Geht hier richtig wie der Baller hier ganz vorne weg. Wo sind die anderen hin? Ja. Da. Oh, der ist tot. Dann brauche ich noch was davon? Nee, ne? Bären. Letzte Folge abgehakt. Bärenkürast. Ja, habe ich alles. Was hat er hier für eine Axt? Nimm ihn mal mit. Ja. Rolf. Rolf. Der Mutige. Ja. Wir werden gewiss versuchen, die Jagd zu stören. Der Verlust ist groß, aber wir müssen weitermachen. Lasst uns gehen. Alles klar. Die Axtfrau ist wahrscheinlich die nächste, die stirbt. Warte mal kurz. Ja, aber die Sprache ist doch viel lauter. Die Effekte auch. Ja. Ja, war klar. Hier war sie. Hier war sie. Kann auch nie jemanden retten, ne? Linker und rechter Handschuh. Axtfrau und hat... Doch, eine Axt. Ich dachte schon, die hätte nicht mal eine Axt dabei. Ja, rüstungstechnisch ist nichts Neues dabei. Da müssen wir jetzt Rolf wieder Bescheid sagen. Rolf, wir sind nur noch zu zweit. Wo ist denn jetzt eigentlich der... Ich dachte erst am Anfang, dass da, wo der Hawker rechts die ganze Zeit ist, dass da irgendwo das wäre. Aber nein. Da jetzt der... Yo! Das war knapp.
So, warte. Erstmal hier. Mein Schild ist komplett im Eimer. Wieso ist das so schnell kaputt gegangen? Als wäre da so aus Butter. Meine Herren. So. Wir haben die Kreaturen besiegt und unseren gefallenen Kameraden getötet. Okay, nun müssen wir den Geisterbären finden. Der war, glaube ich, da hinten links. Achso, jetzt soll ich euch anführen. Da vorne. Ey, 100 pro habe ich da einen gesehen. Da. Ist der nicht da vorne? Ja, hier. Achso, ich muss den direkt angreifen. Ja. Ich hab schon, hätte schon gesehen. Hätte ich jetzt einfach weiter drauf gekloppt, hätte ich Rolf weggeholzt. So, hiervon brauche ich das Herz, ne? Ja, damit. Bis hierhin, Rolf. Sehr gut. Zurück. Okay, der bleibt jetzt noch im Wald. Das ist sau die gute Idee. Naja. Er wird schon wissen, was er macht. Vielleicht will er sich da vorne auch mit der Hexe treffen. Warum ist die Karte aus? Bin gewundert. Irgendwas hat in meinem Bild gefehlt. Mein Blick oben zur Karte hat nicht funktioniert. So, Geisterbären erledigt. Herz eingesammelt. Ein paar Unbekannte verloren. Ich habe sie zumindest vorher noch nie im Dorf gesehen gehabt. Weder den Mutigen noch die Axtfrau. Aber Rolf kannte ich auch noch nicht. Von daher. Jetzt sind ja auch noch Leute irgendwo unterwegs. Windauge! Ich hab was für dich. Ja. Gut geschlagen. So wie Skull es erwartet haben. Eure Bemühungen haben. Warte mal, werden belohnt. Erlaubt mir, mehr von ihr zu lernen. So. Mit dem Ritual, das euch jetzt lehre, könnt ihr einen Bären beschwören. Okay. Kampf zur Seite steht. Ihr habt verdient. Ihr habt das verdient. Achso. Let's go. Nun, ich fürchte, wir müssen über die unheilvollen Zeichen sprechen. Bitte. Vieler, aber ich wollte nicht darüber reden. Das Kommen der Werwölfe, das Feuer auf dem See. Und jetzt... Irgendeiner hat gerade sein Auto ultra hochgedreht. Das war mega laut. Weiß nicht, ob man das gehört hat. Ah. Naja. So, und jetzt wurde mir gesagt, dass das Nordufer Schauplatz eines Blutbades war. Viele Horker sind tot. Was? Die Gestade sind übersät. Achso, mit Leichen und niemand hat bisher eine Erklärung für den Tod der Horker. Ja, das Wetter. Furchtbar heiß. Unsere Klimaanlage ist am Kämpfen. Ich wünsche nicht laut über diese Legende zu reden. Ach so, schade. Tod der Horker. Wir müssen herausfinden, was geschehen ist. Vielleicht ist dies ein prophetisches Zeichen. Vielleicht aber auch nicht. Ich ziehe vor zu denken, dass das Werk sterblicher ist. Ich möchte, dass ihr zur Burg... Ah, ist das diese Dingens? Diese Eisburg? Das wäre cool. Die war ja noch zu. Ich meine, ich konnte oben drauf springen und hätte oben reingehen können, aber ich wollte nicht da rein, weil ich dachte, ey, das ist bestimmt für eine Quest oder so. Deswegen habe ich mich da gezügelt. So, es handelt sich um einen Burg aus Eis. Ja, die kenne ich. Das Eisriesen-Karstag, den Skull haben in Frieden mit dem Ungeheuer gelebt, aber wir... Aber wir haben seit einiger Zeit nichts mehr von dem Riesen gehört. Oh nein. Ihm den geht dorthin und findet heraus. Ah. So, man... Ah, man darf gar nicht durch den Haupteingang. Okay. Da wollen wir nochmal sehen, ja. So, da ist die Burg.
Ich kann von hier oben rein. Ne? Aber das wäre ja falsch. Nicht so vorgesehen. Die Tür ist zu. Und jetzt hinten im Wasser soll ein Eingang... Uiuiui. Uiuiui. Ja, ich würde die gern abschießen. Das Problem ist, die reflektieren. Deswegen lohnt sich das nicht. Ich kann es auch nochmal eben zeigen. Hier. Seht ihr? Zack. Erstmal fett mein Leben runter. Deswegen hat sich überhaupt nicht gelohnt, die Dinger zu machen. Richtig schade. So, auf wen hau ich denn jetzt ein? Na, der ist tot. Alles klar. Tja. Hilft es nach wie vor immer noch nur die grobe Keule. So, ein Eingang im Wasser. Hier ist ein Horka. Der ist sogar nicht mehr am Leben. Ich muss irgendwo hinschwimmen. Das finde ich doch nie im Leben. Oh, nee. Entschuldigung. Das ist keine Absicht. Unnormal, wie viele Horker hier liegen. Hier ist es, glaube ich, oder? Ich denke schon. Ich denke, das wird es sein. Hallo? Jemand zu Hause? Kuckuck. Können wir die Lokalkarte anmachen? Hier sind ein paar Rieglinge. Ja, da waren mal ein paar Rieglinge. Hier geht's nochmal weiter. Oh. Frieser. Was hat Frieser denn für eine Rüstung an? Ein Weißwandler. Das hört sich nicht gut an. Aber sie hat ein Tagebuch dabei. Oh! Lesen wir mal das Tagebuch, aber ist gerade dunkler geworden. Hä? Lesen wir mal das Tagebuch. Wo ist es? Wow, ich habe es geschafft. Die Beschwörung ist nun von Elnet. Das Gewand, dem ich den Namen Weißwandler gegeben habe, kann seinen Träger in die Essenz von Schnee verwandeln. Einmal werfen wollen sie mich? Jetzt werde ich es ihnen allen zeigen. Hat ja nicht so gut funktioniert. Schauen wir uns das Gewand doch mal an. Da ist es, ne? Warte mal. Es zieht die ganze Zeit Leben ab. Und man ist halt so leicht durchsichtig. Oh Mann. Hat nicht so gut funktioniert. Dein ach so toller Plan. Madame. Ich guck noch mal eben hier, wie ich es mir gedacht habe. Ich bin durchgelaufen. Moment. Also. Ah, sehr gut. Athletik. Das können wir noch gebrauchen. Hier so rum. Und dann kann ich hier... Alles klar. Okay, hier ist ein Kreis. Hier runter. Dann geht es hier noch rechts lang. Wo komme ich hier hin? So. Das hier. Oh. Ein Standardtrank der Frische. Febreze. Na komm. Oh. Ja. Oh, den Rest will ich nicht. Warte mal. Sieht aus wie so ein Pizzaschieber. Ein bisschen abgeschnitten. Hier so und hier so. Müsste noch ein Stück rein.
Da. Hoppala. So, wo können wir denn jetzt lang? Irgendwo müsste es doch noch hier weitergehen. Ah, hier. Okay, einmal weg. Geld. Das brauche ich nicht. Mann. Muss meine Schuhe reparieren. Die halten auch nichts aus, die 7-Meilen-Stiefel, ne? Mit ihren 50 Haltbarkeit. Zweimal in eine Pfütze getreten und schon ab zum Schuster. Ich sehe immer noch nicht, warum mein Schild auf einmal so schnell kaputt war. Der war voll. Also ich hatte, meine ich, kurz vorher fast das komplette Equipment repariert. Oh, ich habe die 7-Meilen-Stiefel nicht an. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich glaube, ich bin hier nicht richtig. Das heißt, der Eingang muss irgendwo anders sein. Ach, das ist doch doof. Das war ja also komplette Zeitverschwendung. Naja gut, wir haben ein wunderschönes, namenhaftes Gewand gefunden. Was absolut für ein Ass ist. Also, was steht da jetzt? Am Ende der Insel steht ein gewaltiger Burg, bla bla bla, Windorgel, bla bla, Hawker jedoch, wer kann ja auch wirklich aussehen. Zwar der Hauptgang nicht rein kann, aber unter Wasser nördlich der Burg ist gerade ein Zugang entdeckt worden. Unter Wasser. Das heißt, ich bin hier falsch. Muss ich hier rein. Speichern. Guck mal. Lesen. Wer lesen kann, ist klar im Fahrteil. Ne? Und da ich zu Fuß. Was? Zu groß, was sollt. Wollt ihr auf dem. Eine Zeit zum Plaudern? Tod der Horker. Tote Horker? Hm, ranziges Horkerfleisch. Da fragt ihr den falschen Öl. Meine eigenen Probleme. Der Herr. Das heißt, Karstak ist fort. Was? Weg. Keine Ahnung, warum oder wohin. Sah nicht so aus, als würde er zurückkommen. Daher dachten einige der Jungs und ich, wir übernehmen das Kommando. Ulk hat den Laden oben in die Hand genommen. Der Idiot. Kriecher. Reichelecker des Herrn. Von unten. Okay, also er hat einen Deal mit so Leuten, mit so einem Rudel Gral geschlossen, dass sie zusammen die Festung übernehmen. Die Gral hatten aber andere Pläne, haben alle seine Kumpels gefressen und er kann jetzt nicht mehr nach oben. Niemand anders hat nämlich jetzt oben die Kontrolle übernommen. So, was sagt er jetzt hier? Richtig, und hier können sie auch nicht. Ach so, ich habe gar keine Wahl. Ich soll jetzt den Krisch hier nach oben bringen. Zu seinem. Hallo? Komm ran jetzt. Den jetzt nach oben bringen, aber vorher. Ja, klar, die kleinen Rieglinge machen hier mit den Dudes Pakte. Mhm. Und die fressen dann einfach alle. Ja, ne? Bei dem Größenunterschied. Und einen Snack für die. Wie der am Was ist das für ein Sound? Ach du gute Güte, ey.
Lauf, kleiner Mann, lauf! Wie schön er mit seinem Messerchen hinterher rennt. Da hast du aber echt wenig Kumpels gehabt. Ich meine, ihr seid als Rieglinge, würde ich sagen. Rieglinge sind ja eigentlich gar nicht so schwach. Haben die sich... Ja, okay, wenn es hinterhältig passiert ist, dann können die nicht viel machen, ne? Oh, Junge. Da hat aber einer richtig geflext hier. So, komm schon. Ich will noch zu Subway. Fall um jetzt. Dankeschön. Ich hab mir so gedacht heute. Können wir mal machen. Haben wir lange nicht mehr geholt. Meine Frau ist sowieso erst in... Meine Uhr ist kaputt. Ne, die Batterie ist alle. In einer halben Stunde zu Hause. Also geht das noch einigermaßen auf. Na komm her jetzt, kleiner Mann. Hopp, hopp, hopp. Oh. Oh, Geld. Geld ist immer gut. Ah. Die Münzen in meinen Beutel fallen. Was haben wir hier? Oh. Ich habe schon eine rechte. Mist, ich hätte eine linke Schulterplatte gebrauchen können. Naja. Ein andermal. Also, ich glaube, wir sind falsch. Wir müssen nochmal durch die ganze Höhle. Schneller jetzt mit deinen kurzen Beinchen. Los! Wie der am Heizen ist. Guck dir das mal an. Njo. Njo. Und ist auch gar nicht glitschig hier auf dem Schnee und dem Eis. Nee. Gab es nicht mal irgendein Spiel, was das sogar umgesetzt hat, dass man auf so einem Eisuntergrund, also auch ein Rollenspiel, meine ich. War das nicht so? Boah, welches war das nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß aber, dass ich noch, glaube, bevor ich Corona bekomme, hatte ich was angeschnitten. Und zwar, dass ich ein Spiel sehr, sehr aktiv gespielt hatte. Ich hatte aber vergessen zu sagen, welches das war. Das Spiel heißt Keplert. K-E-P-L-E-R-T-H, glaube ich. Hier kommt man nicht weiter. Warte mal, ich mache eben die Kiste auf. Da geht es im Endeffekt grob beschrieben rum. Man strandet. Nee, man landet auf so einem Planeten. Landet? Nein, gar nicht. Man ist in so einer Kapsel. Da wacht man auf. Das ist so diese typischen Pots, die man so kennt. Diese Lebenserhaltungspots aus so Zukunftsvisionsfilmen. Von wegen Hyperschlaf, bla bla, bliblub. Und dann erzählt einem so ein Roboter, der da rumrennt, von der Geschichte des Planeten, auf dem man sich befindet. Und dann soll man im Endeffekt so eine Danny suchen. Ah, hier geht's weiter. Oh Junge, ey. Vorsichtig, nicht runterfallen. Ja, und dann muss man halt so anfangen mit Holz abbauen, Stein abbauen und. Und man kann halt auch so Apfelbäume fällen, um dann die Apfelsamen pflanzen und so weiter und so fort. So eine Art Farming-Game halt. Ach, haben wir schon alle? Mensch. Und das hat halt, habe ich halt, das kann man halt auch zu mehreren spielen, das macht schon ziemlich Bock. So, ich bin direkt hinter euch. Also, ich darf jetzt wohl in das Schloss. Wie es scheint. Cool. Hallo, hier geht's lang. Ich darf hier gar nicht rein. Ja, aber der ist ja auch nicht hier. Ich höre auch schon wieder Kampfmusik. Ups.
Ja, ich will ja voran, aber du, Kollege, machst nix. Und es ist Kampfmusik. Warum ist Kampfmusik? Guck mich nicht so an. Du bleibst hier gerade die ganze Zeit stehen. Speichern, laden. Vielleicht klappt das ja. Läuft er mir wieder? Er läuft mir nicht mehr hinterher. Endlich! Man muss erst einmal rasten, damit es auch funktioniert. Komm schon. Will zumindest noch hier in die Festung. Komm schon, kleiner Mann. Hier oben ist der Eingang. So, speichern. Ja. Naja, ist jetzt nicht so spektakulär hier, wie ich dachte. Oh, eine ganze Menge Met. Richtig viel Met hier. Junge! Ja, klar! Das sind jetzt schon, glaube ich, 30 Pullen. Oh, Silberbesteck. Noch? Wo haben die vielleicht... Nee, das ist normaler Wolfspelz. Oh, Schneewolfpelze. Ja. Ach, lol. Ach, lol. Ich will den nicht hauen. Leute, wir überziehen jetzt ein paar Minuten. Machen wir mal hier die ganzen Rieslinge weg. So, nu? Ja, alle Rieslinge weg. Ach, man kann dann hier in den Thronsaal gehen. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ja. Cool. Sieht doch gar nicht schlecht aus hier drin. Ich habe gerade über die Warp zu Lich King Vibes. Falls einer von euch mal WoW gespielt hat. Das ist so ein bisschen Eiskronen-Zitadelle-Flair, oder? So hier genauso auch von der Wende. Okay, es ist halt nur Eis hier. Ich finde es gar nicht schlecht. Schön gemacht. Hat wahrscheinlich sich WoW von Morrowind abgeguckt. Hm? Die haben ja auch, ich glaube, lass mal kurz schauen hier noch. Nee, ich meine, das hat ja, meine ich, der Hand of Blood seinerzeit in seinem Gothic 3 Let's Play erzählt. Und zwar, dass die Soundtracks von Gothic 3 in War of the Lich King verwendet wurden. Weil, machen wir uns nichts vor, die Soundtracks von Gothic sind Bombe. Nostalgie pur. Es gibt ja auch so diese One-Hour-Versions, so von wegen A Night in the Colony und so weiter. Mega entspannt anzuhören. So, jetzt habe ich doch noch ein paar Minuten verbrabbelt. Und habe aber dafür jetzt auch alle wichtigen Sachen hier... Ich kann alles nehmen. Alle wichtigen Sachen hier nachgeguckt. Nee, das brauche ich nicht. So. Hier liegen noch Skelette. Oh. Ja, ich gucke noch die Skelette durch und dann starten wir nächste Folge direkt damit, dass wir in den Thronsaal da vorne reinlaufen. Peace, bis zum nächsten Mal. Ciao.